What's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa zum Spiel, TF2. Heute auf Twoford als Demoman. Aber es ist nicht das normale Twoford. Es ist Twoford too cool for you. Nein, es ist einfach nur Twoford und mit Unterstrich cool. Und der Treffer war unerwartet cool jetzt gerade. Ja, auf jeden Fall. Heute Demoman. Heute möchte ich mit euch über was Wichtiges reden. Und zwar, nämlich über YouTube-Video-Qualitäten und so weiter und so fort. Nämlich, einigen von euch ist es ja auch aufgefallen, mir persönlich ist es schon lange aufgefallen, meine YouTube-Videos sehen nicht toll aus, finde ich zumindest. Meine YouTube-Videos könnten, ich weiß nicht wie viel, aber meine YouTube-Videos könnten sicherlich gute 50% besser aussehen. Nun, mich persönlich regt es an der Tatsache aber noch mehr auf, dass es nicht meine Schuld ist, dass meine YouTube-Videos momentan nicht gut aussehen, allgemein nicht gut aussehen. Das ist ja nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen YouTubern so. Es ist eine Tatsache, dass YouTube hochgeladene Videos neu rendert. Und dass ich jetzt runtergefallen bin, ist übrigens versehen gewesen. Also das ist eine Tatsache, dass YouTube hochgeladene Videos erneut rendert. Und zwar in seinen eigenen Rendereinstellungen. Und zwar nämlich zwar auch 1080p und solche Geschichten, aber halt in einer sehr niedrigen Bitrate. Und zwar nämlich nur 4000. Welche Bitrate ich rendere, kann ich euch jetzt nicht sagen, denn ich rendere mit einer Qualitätseinstellung in MacUI. Dementsprechend habe ich da keine Bitrate angegeben. Aber, ich beschreibe es mal so. Wenn ich ein Video rendere ich es mit Adobe Premiere und zu, MacUI Frame Server. Also im Grunde das Nonplusultra im Let's Play-Geschäft, wie man Let's Plays rendert. Es gibt keine Einstellungen, keine Möglichkeit, um das Rendern zu verbessern. Das Rendern irgendwie kleinere Dateien und trotzdem größere, kleinere Dateien und trotzdem bessere Videoergebnisse zu haben, von der Qualität her. Das geht nur mit dem H264er Codec. Und auch nur mit den besten Anschauen, wenn man es per Frameserver über MacUI rendert. Und dementsprechend rendere ich mit dem Nonplusultra, was es gibt. Die Videos sehen bei mir auf dem PC. Sie sehen grandios aus. Sie sehen perfekt aus. Gestochen scharf. Jede einzelne Bewegung ist perfekt. Ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist einfach, die Videos sind bestens. Man kann sie nicht verbessern von der Qualität her. Sie höher zu rendern würde mir nichts... Und das war zu erwarten, weil ich war so oder so wenig leben. Und dementsprechend ist es eine traurige Scheißsache, dass YouTube die Dinger wieder runterrennt. Natürlich muss YouTube das tun, denn YouTube hat natürlich bessere PCs und kann natürlich noch viel besser komprimieren die Videos, die Dateigrößen, weil YouTube natürlich natürlich müssen die Platz sparen, so viel es geht. Nur 4000 Kbits, also Kilobits, sind einfach viel zu wenig. Dementsprechend sehen meine Videos teilweise verschwommen, schwammig, einfach nicht so toll aus allgemein. Ich kann es nicht ändern. Ich habe viel rumexperimentiert. Ich habe, wenn ich mal so kurz sagen darf, womit ich bisher gerendert habe zum Ausprobieren. Ich habe gerendert, hat natürlich mit TMPG Encoder, mit dem, was ich vorher gerendert habe. Was es mir aber leider nicht erlaubt, Videos zu bearbeiten. Deswegen musste ich wechseln, zwangsläufig, weil ich will zumindest die Möglichkeit haben, Videos zu bearbeiten. Goddammit. Guter Medic. Das wäre fast getroffen, du bist. Und das ist vielleicht sogar nochmal getroffen. Nee, aber ich bin das... Oh Gott. Da kann man langlaufen, verdammt nochmal. Ich bin nicht gut im Treffen gerade. Mili geklappt. Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Aber cool, cool, cool. Cool, cool. Cool, cool, cool. So, nee, aber wie gesagt, ich habe TMPG Encoder gearbeitet. Ich habe mit MacUI alleine erst gearbeitet, ich habe mit Sony Vegas gearbeitet natürlich, ich habe mit Adobe Premiere gearbeitet, dann bin ich dabei gegangen mit den Kombinationen zu arbeiten, das heißt MacUI mit Frameserver und Sony Vegas und Adobe Premiere, beides jeweils mit MacUI und Frameserver ausprobiert. Dann habe ich noch wahllose Random Tools gefunden im Internet, womit man auch rendern kann. Ja, und ich habe teilweise, wie gesagt, die besten Videoergebnisse waren auf jeden Fall mit dem Encode, mit dem H264 Encoder, was ich auch gerade schon gesagt hatte, womit ich jetzt auch momentan aktiv Encoder. Aber auch andere Sachen haben mir gute Qualität geliefert. Ich habe die Videos dann hochgeladen und sie sahen alle immer gleich scheiße aus. Muss man einfach mal dazu sagen. Und das ist das große Problem. Es ist einfach... Ach, scheiße. Blöder. Heavy. Guter. Schluger Heavy, ja. Na, lassen wir es. Ich weiß, wann ich aufgeben kann.
Und das war ein Moment. Das war auch so ein Moment. Ah, Mann, ich wollte gerade Melee gehen. Ich wollte gerade Melee gehen. So. Na, wo ist er? Ich sehe nichts mehr. Scheiße. Ich lebe noch. Ich brenne sogar nicht mehr. Geil. Jetzt habe ich gerade den Faden wieder verloren. Ja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich alle... Ich habe in wahnsinnig vielen Qualitätseinstellungen hochgeladen. Ich habe wahnsinnig viele Rendereinstellungen probiert. Es lässt sich gar nicht mehr beschreiben, wirklich, wie oft ich was hochgeladen habe. Also ich habe mindestens über 30 Videos zum Testen hochgeladen. Habe 2 Wochenenden damit quasi verschwendet, um Render-Sachen zu testen. 2 ganze Wochenenden, Leute. Und das war kein Sticky Launcher. Ja, ich bin gerade so ein bisschen Brain AFK, weil das ist ein Thema, wo ich, was mich ziemlich aufregt, wo ich viel nachdenken muss. Dementsprechend entschuldigt bitte mein so oder so schlechtes Demo-Gameplay. Weil ich spiele wahnsinnig schlecht Demo-Man gerade. Wahnsinnig schlecht. Oh! Nehme ich zurück. Nehme ich mal wieder zurück. Kennt man ja von mir. This was great. This was great. Nee, aber ich kann es nicht ändern. Das, was an Ergebnis auf YouTube kommt, ist wirklich das beste Ding, wo ich imstande bin zu rendern. Besser kann ich nicht rendern. Besser muss man nicht mal rendern. Das Ding, was ich hier auf meinem PC habe, das Ding hat locker, kann locker mit, was weiß ich, großen Videogrößen auf YouTube mithalten. Ohne Probleme von der Qualität her. Nur es ist YouTube, der mir da einen Strich durchmacht. Und dieser Soldier, ich fass es nicht. Du, Sans, du triffst mich immer unten in der Ecke und tötest mich an der Stelle. Immer wieder. Und immer wieder. Übrigens sind hier gerade viele Freaks drauf. Heidewitzka. Ich spiele gleich mal privat noch eine andere Klasse. Mal sehen, ob ich hier mit ein bisschen besser laufen kann. Weil hier momentan als Demoman ist wirklich blöd. Aber das liegt auch daran, weil ich als Demoman gefühlte 4 Wochen nicht mehr gespielt habe. So, um den Dreh. Denke ich. Na. Auf jeden Fall, ja, auch eine Sache, die ich noch erzählen muss zum Render, Let's Play und solche Geschichten. Es hat einen Unterschied gemacht, mit welchem Programm oder mit welchem Browser man etwas hochlädt. Es ist schwer zu glauben irgendwie. Es hat wohl damit was zu tun, das ist ein bekannter Fehler, dass, dass teilweise der Browser die Datei nicht vollständig hochlädt. Das heißt, dass er immer mal wieder Bits auslässt beim Hochladen und somit eine quasi nicht 100% vollständige Datei online gesendet wird. Yeah, I lost. I will crush you. Haha, bekommen. Das war aber mutig. Das war aber mutig jetzt hier. Nee, ja, wie gesagt, ich habe schon, also mit, wenn ich mit persönlich mit Chrome hochlade, dann werden meine Videos schlechter. Richtig schlechter. Wenn ich mit einem Tool oder zum Beispiel dem Upload-Tool aus dem Let's Play Forum. Hello! I'm friendly! Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Tool aus dem Let's Play Forum hochlade, die Videos sehen wirklich gute 50% besser aus. Ich weiß nicht, es muss daran liegen, dass mein Browser beim Uploaden Datenpakete verliert. Ah. Dementsprechend. Es ist eine Faszination, dieses ganze Thema Upload und Videoqualität. Abschließend die Frage an euch. Ich weiß, dass ihr mir nicht helfen werden könnt, aber ich stelle trotzdem die Frage. Habt ihr eine Idee, was ich ändern könnte? Habt ihr irgendeinen Vorschlag, was man machen könnte? Irgendeine Möglichkeit, dass ich, dass YouTube meine Videos nicht so extrem hässlich runterrendert. Und übrigens, dabei ist es egal, auch ich kann auch mit 1 Million Kilobits rendern. Wenn YouTube das auf 4000 Kilobits runterrendert, dann sieht das Video immer gleich schlecht aus. In dem Sinne. Ich hoffe, vielleicht hat irgendjemand von euch eine tolle, spontane Idee, womit man das lösen kann. Ansonsten müsst ihr damit leben, dass die TF2-Videos immer noch so aussehen, wie sie jetzt aussehen. Ich weiß, viele von euch sagen immer, sie haben kein Problem damit. Sie sagen, das sieht ganz gut aus. Ich meine, das sieht toll aus und so weiter. Das bin ich gerade gewesen als Spy. Ich weiß. Doof. Das habe ich aber erst 30 Sekunden später. Haha, nein. 50 Sekunden später gemerkt. Oh Gott. 2, 3, kaputt. Yeah. Nee, also, wenn ihr da irgendwas habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, ja, wie gesagt. Ich bin nicht zufrieden. Ihr seid teilweise mit meinen Videos zufrieden mit der Qualität. Ich möchte es trotzdem noch gerne verbessern. Denn verbessern ist alles, was ich auf YouTube geben kann für euch. Mehr geht leider nicht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wisst ihr, kommt den Liken. Entschuldigt bitte für mein heute etwas miserables Demoman-Gameplay, was Skill angeht. Das war heute wirklich nicht so pralle.
Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wisst ihr, kommentiert, liken, bla bla bla. Bis dahin. Ciao, ciao.